Moin Leute, zuerst einmal möchte ich mich nochmal nachträglich für die 500 Abonnenten bedanken. Vielen lieben Dank dafür. Als Abonnenten-Special habe ich mir eine Art Best-of einfallen lassen, so wie ich es auch schon in der letzten Staffel getan habe. Allerdings leicht abgeändert, diesmal werden Ehrungen vergeben. Ihr denkt euch, Betrüger von Ehrungen? Ja, genau. Zu vergeben gibt es beispielsweise den dümmsten Betrüger oder auch den schlechtesten Betrüger. Und nun viel Spaß. Es fängt an mit Staffel 1, Staffel 2, Staffel 3, die Best-ofs. Und danach kommen die Ehrungen. Viel Spaß. Ja, und Staffel 1 war meine allererste Staffel und das war auch mein erster Kontakt mit so gesehen Callcenter, das Gambaiting, wie man das ja schon so schön sagt. Ne? Also, das war wirklich mal eine neue Erfahrung für mich. Ich hatte da vorher ja nichts am Hut, so ich kannte das gar nicht. Ich hatte das irgendwie durch Callcenter-Fun zum Beispiel mal gehört oder Blöder King TV mal. Fand das dann immer ganz interessant. Und dann dachte ich mir auch irgendwann so, gut. Du kannst es ja auch machen, ne? Oder nicht? Und das kam damit raus. Ja, moin. Ja, moin. Neumann am Apparat. Grüßen Sie. Hallo. Also, Victor. Erste Buchstabe ist Victor oder Heinrich? Wie bitte? Hallo, Herr. Hallo. Hallo? Ja? Hören Sie, wir haben heute mit der E-Mail kontaktiert. Welche E-Mail denn genau? Ja, ich höre Sie. Ja, super. Also, Herr, darf ich fragen, mit wem spreche ich jetzt? Alex Fox. Alex Fox? Hallo? Ja. Herr Leo, hören Sie mich? Herr Leo. Ja, ich höre Sie. Ja, wer sind Sie denn? Alex Fox bin ich. Alex Fox? Bin ich verbunden mit der Frau Herha? Nein. Hallo? Herr Herha, hören Sie mich? Hallo? Hallo? Herr Herha, hören Sie mich? Ja, ich höre Sie. Wer ist das? Ich bin Ellie Bonnell, Ihre Kontomanagerin. Sie sind meine Kontomanagerin. Darf ich fragen, mit wem spreche ich jetzt? Sie sind meine Kontomanagerin, ja? Darf ich fragen, mit wem spreche ich jetzt? Ich wollte fragen, wie kann ich hier einzahlen? Ich bin bei Ihrer Seite, ich will einzahlen, 250 funktioniert nicht. Wieso? Also ich schreibe jetzt per E-Mail, okay? Dankeschön. Nein, E-Mail, kein E-Mail. Jetzt möchte ich einzahlen. Wenn nicht, dann mache ich nichts. Also wie sind wir verblieben? Wie bitte? Wie sind wir verblieben? Entschuldigung, ich habe vielleicht das nicht verstanden. Also wie sind wir verblieben? Auf dem Computer wollen Sie das. Weil da beißt die Maus nämlich keinen Faden ab. Ja, bitte. Ja, hallo. Die hinterlegt ist bei da? Ja, hier steht sexy Roblox Role Play. Lachen Sie da gerade über meine E-Mail-Adresse? Lach ich, ja. Na. Hallo? Ach, guten Tag. Ja, spreche ich mit Herrn Arschloch? Nee, falsch verbunden. Hier steht was. Haben Sie ja, hier steht aber Herr Arschloch. Ne, haben Sie verwählt. Das bin ich gar nicht. Wirklich? Vielleicht. Okay, wie heißen Sie? Vielleicht sind Sie das ja. Herr Leon, alle unserer Mitarbeiter möchten mit dir sprechen. Warum? Ich weiß nicht, vielleicht bin ich ja berühmt bei Ihnen. Na, ich glaube, hier steht Ihre E-Mail-Adresse sexy. Und ich glaube, die alle Leute denken, du bist sexy, deswegen sie möchten mit dir sprechen. Ach so, aber ich bin nicht schwul. Leon, hierher sprechen. Leon, hierher. Hierher? Ja, ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Ich auch, also. Nee, das kann doch nicht. Das kann doch nicht sein. Es geht. Also es gibt bei Ihnen Leon Hirgard, das ist also gerade meine Kollegin nämlich, ja, hat mit ihm gesprochen. Das kann doch nicht sein, dass der Verwalt jetzt ja ist. Rufen Sie bitte ihn.
also den Herrn zum Telefon. Es geht um Trading-Plattform, ja? Handel. Ja. Sie haben sich angemeldet auf eine Webseite, genau, auf eine Seite, wo man handeln kann. Ach so. Und Sie sind aber ganz schön unhöflich, dass Sie so machen jetzt gerade, ja? Meine Güte. Sie sind ein erwachsener Mann, habe ich vermutet. Aber okay, egal. Ja, der ist mir rausgerutscht, tut mir leid. Sie hatten... Genau. 8989. Aha, weiter. Und den Rest kriegen Sie dann über E-Mail. Bei E-Mail, interessant. Ja, wie sehen Sie, Sie lachen wieder aus. Also ich hab da jetzt gar nicht gelacht. Nein, Sie benehmen sich komisch, wirklich. Wenn ich mit Ihnen jetzt, also entweder oder machen wir oder nicht, weil sowas geht das nicht, ja. Dass Sie die Hälfte Nummer, also ein Teil von der Nummer mir sagen und andere Teil bekomme ich per E-Mail. Was für, ich weiß nicht, Zirkus ist das alles? Was für eine Show zeigen Sie da? Bei mir ist alles okay, bei Ihnen? Ja, auch. So eine Kunde habe ich noch nie gehabt im Leben, ganz ehrlich. Oh. Meine Güte. Krieg ich eine Siegerehrung? Okay. Entschuldigung, was sagen Sie gerade? Akustisch habe ich nicht... Krieg ich einen? Okay. So, meine Güte, Sie haben aber eine E-Mail-Adresse. Sexy Rob. Lachen. Entschuldigung. Jetzt lachen Sie mich aber aus. Nein, nicht Sie, nämlich E-Mail. Moment, ist E-Mail-Adresse korrekt von Ihnen? Sexy Robocop? Entschuldigung. Okay, Sexy Roblox Rolab. Okay, Herr Leon, ja. Ist die E-Mail-Adresse von Ihnen richtig? Sexy Roblox Robocop? 65 14 99 5 3 3 3 1 3 5 2 5. Wie viele Leute gibt es da? Und weiter? At gmail.com. Da endet der Spaß. Ist endlich fertig. At gmail.com. Ja. Das muss ich direkt nochmal lesen. Sexy Roblox Rollplay Nagel. Ja, okay. At gmail.com. Genau. Das muss man jetzt verstehen. Was ist denn das für eine Adresse überhaupt? Das frage ich mich auch. Bitte? Das fragen Sie sich auch, ja. Ja, ja, das aber müssen Sie sich da ausgedacht haben. Kennen Sie die andere Dame oder? Ich verstehe ja nicht so genau. Nee, also Sie haben mich eine E-Mail geschickt, damit ich Ihnen anrufen kann. Hallo, Herr Haha! Wir waren im Gespräch. Wer ist diese Dame? Ich nicht wissen. Also... Kollegin oder ja, was? Also, Sie sollen es... Nein, ich weiß es nicht. Nein, Herr, wir waren... Also, per E-Mail haben wir auch also geschrieben, ich bin Frau Gilbert. Also, legen Sie das auf und nee, ich melde mich per E-Mail. Herr, legen Sie es auf. Herr, hören Sie zu. Nein. Legen aber Sie es auf, Herr. Legen Sie es auf. Sagen Sie, was ich Ihnen sage. Aber legen Sie es auf. Aber Herr, ich verstehe doch gar nicht. Wir haben doch gerade gesprochen. Jetzt auf einmal ist was anderes drin E-Mail, oder was? Was soll der Geil? Habt ihr gar nichts gemacht jetzt? Nochmal? Ihr habt doch gar nichts gemacht jetzt. Ich weiß. So, melden wir per E-Mail. Jetzt können wir so sprechen. Ja. Ja. So, Herr. Ja. Wir waren die Porsche. Ja. Ich will Ihnen die Chance, das zu kaufen, also geben Sie mir eine Desknummer. Hören Sie auf mit dem Spielchen und alles. Du spielst doch, wir haben gemacht doch ganze Zeit, dass du mir die Handy-Desknummer geben. Ich bitte Ihnen die Chance, die Porsche zu kaufen. Mit 250 Euro, wo finden Sie diese Chance, wo? Ja, gibt Ihnen diese Chance? Bei dir, ich weiß. Ich ja, bei mir, also geben Sie mir jetzt Ihre Handy-Desknummer, damit ich diese Chance Ihnen gebe. Und das nicht, geben Sie mir das. Hören Sie auf mit dem Spielen, ich will nicht so spielen. Ich bin eine seriöse Plattform, ich arbeite für eine seriöse Plattform und ich habe keine Zeit zu spielen. Wenn Sie diese Chance nicht wollen, gebe ich jemand anders. Also wollen Sie den Porsche oder nicht? Ja, natürlich, Porsche Cayenne's, Digga. Wollen Sie das, ja. Ja, ja. Geben Sie mir die Nummer. Porsche Cayenne's. Geben Sie jetzt eine Desk rein. Ja, gib mir die... Hören Sie auf mit dem Spielchen, geben Sie mir jetzt Ihre Nummer von der Desk. Wie lautet der? Ey, Digga, wir brauchen... Ich habe keine Zeit hier. Ich bin halt der Kundenmanager David Meyer da. Also sind Sie der Handlanger dann von ihm? Genau, nochmal bitte wie? Ja, wie Merkel. Neuland. Genau. Darauf haben wir uns spezialisiert,
Wir. Aus Neuland? Ja, auf Neukunden, die nicht so viel Erfahrung haben. Ist das Provision an Sie? Nicht an mich. Also ich bin nur die Empfangsdame. Ich habe nichts davon. Die Empfangsdame sind Sie? Die Empfangsdame, wie beim Arzt. Empfangsdame, dass ich halt die Kunden begleite. Also ich begleite sie bei ihrer Aktivierung und dann bekommen sie halt diesen Finanzmanager zur Seite gestellt und mit dem können sie dann bei uns als Broker traden. Aber wie eine Dame hören Sie sich ja jetzt nicht an. Das ist ein sehr guter Witz, Leon. Das Minimum ist 250, Mittel ist 500 und großer Betrag ist 1000 Euro. Ja, wir nehmen. Ah. Ich hab ja. Nehmen wir Drolf. Wie bitte? Drolf. Wie Drolf? Ist Ihr Hörgerät kaputt oder wie? Mit was für ein Kapital möchten Sie starten? Ja, ich hab so an Drolf gedacht halt. Also 230. Geht das? So. Okay, hier steht 60 Roblox Roleplay Nagel at gmail.com. Ach so. Die habe ich schon okay. Eingegeben. Okay. 60 Roblox Playing at gmail.com? Ja, fast. Genau. Aber Payback-Punkte kann ich bei Ihnen jetzt nicht sammeln, oder? Nochmal? Payback-Punkte kann ich jetzt bei Ihnen nicht sammeln, oder? Nee, das können Sie nicht machen. Schade. Bitte. Sagen Sie mir bitte, sind Sie jetzt am Handy oder am PC? An der Glaskugel. Noch einmal bitte? An der Glaskugel. Sehen Sie jetzt am Handy oder am Rechner? An der Weltkarte. Welche Weltkarte? Warum machen Sie jetzt Spaß? Ich bin doch jetzt dran. Was ist das Problem jetzt? Sehen Sie jetzt am Handy oder am PC? Ja. Was ja, am Handy oder am PC? Am Computer. Am Computer. Und arbeiten Sie etwas oder was machen Sie beruflich? Natürlich, wenn ich mal fragen darf, ja? Ich bin beruflich zurzeit als Obdachloser tätig. Was ist das? Das ist so ein bisschen, wie soll ich sagen... Man ja, Herr Leon, Sie können verstehen, dass ich bin keine Deutsche, so Sie können mit leichten Wörtern zu mir reden. Ach so, ich so, was sind Sie nochmal? Normal ist das ja eigentlich ein deutsches Wort, also ganz normal. Okay, sagen Sie mir nochmal. Das ist schwer zu sagen, jetzt, wie soll ich sagen, also man lebt, also man ist eigentlich den ganzen Tag draußen, das ist, man hat zurzeit eigentlich keine Schichten und man sucht dann so okay, gesehen... Okay, wie buchstabiert man das? Es ist kein Problem, nur sagen Sie mir, wie buchstabiert man das? O-B-D-A-C-H-L-O-S-T. Sie waren so schneller. Können Sie nochmal bitte buchstabieren? O-B-D-A-C-H-L-O-S. Wieder zu schneller. Können Sie nicht so ein bisschen langsam sein? Ja. A-D-C-O-B-L-S. Ich kann einen Rubel machen. Ich überweise einen Rubel, okay? Machen Sie, was Sie wollen. Ja. Manchmal möchte ich auch geschlachtet und gegessen werden. Wow. Ja. Okay. Das ist schon hart, oder? Ja. Soll ihr E-Mail noch einmal lesen? Es ist sexy Roblox Roleplay Nagel gmail.com. Ist das richtig? So, 3, 13. 3, 13, ja. Nein. 3, ja. 3, Odin, 0. 3, 0. Was? Schlecht? 3, Odin. 3, Odin, 0. Wie oder 0? Was ist denn OD? Ja, 1000 Euro habe ich auf Konto drauf. Willst du alles einzahlen? 1000 Euro? Ja, ich will die beeindrucken, ja, geil, oder nicht? Alter. Will die beeindrucken, ja, oder nicht? Geil, Alter. Du wirst ein guter beeindrucken. Ey, du wirst diese Frau richtig beeindrucken, ja? Natürlich, muss ich doch. Alter, ey, sie ist aber auch richtig gute Frau, weißt du.
Vielleicht ist sie deine zukünftige Frau, vielleicht. Oh, Junge. PayPal. Hallo? Ja? Ja, das ist Frau Schmidt. Ja. Haben Sie, sagen ja, ich grüße Sie. Ja, ebenfalls. Ich möchte fragen, ob haben Sie das Banküberweisung schon gemacht? Weil ich habe keine Zahlungsbeleg von Ihnen bekommen. So, Herr Leon hat eine Registrierung gemacht bei online zu handeln. Mit wem spreche ich jetzt gerade? Mit Mario Scott. Mario Scott? Mario Scott, ja. Mario Scott, okay. Na, ich habe früher mit Herr Leon ja hier gesprochen, der wollte da eine Zahlung machen. Ja. Wir haben Bankdaten für ihn geschickt. Haben Sie die Zahlung gemacht, oder? Das weiß ich nicht. Ich brauche einen Zahlungsbeleg. Ja, damit könnte ich wissen, hat er es gemacht oder nein. Das habe ich nicht bekommen, deswegen rufe ich Sie an. Ja. Ich kann Ihnen die Bankdaten per E-Mail senden, aber nutzen Sie eine Visa, Mastercard oder American Express? Sie können mit Visa oder Mastercard auch eine Zahlung machen, natürlich. Ja, können Sie. Nutzen Sie ein, oder? Bitte? Haben Sie eine Kreditkarte oder nicht? Oder möchten Sie nur die Bankdaten per E-Mail senden? Haben Sie Bankkarte? Ja, ich kann es hören. Genau, ich rufe Sie an, es geht um Enpal, die Solarlösung. Da hatten Sie eine Anfrage gestellt. Bin ich da richtig bei Ihnen? Bitte? Nochmal? Ich habe bei Ihnen, also Sie haben ja, Sie sind Frau Herr, ist richtig, ja? Ja. Und Ihr Mann, der Herr Leon Herr, denke ich mal, hat bei uns eine Anfrage gestellt für die Solarlösung. Ist er gerade zu sprechen? Entschuldigung, vielleicht habe ich nicht richtig Ihnen genannt, oder? Ja, okay, vielleicht habe ich mich auch verwählt, alles gut. Erstmal noch einen schönen Abend, ja? Ja, einen Moment. Habe ich nicht verstanden. Sie wollten unser Programm anschauen, oder? Nein. Könnte ich einmal den Herrn Leon Herr sprechen? Ginge das? Es geht um Enpal, die Solarlösung. Da hatten Sie eine Anfrage bei uns gestellt. Gerade mal Zelleninsasse, Moment. Was? Guten Tag, Firma Alvex, so brauchst du nochmal hier. Herr? Leon, ne? Wir hatten schon gesprochen. Hören Sie mich? Ja, ich höre Sie. Sehr schön. So, Sie waren ja interessiert, am Finanzmarkt zu handeln. Ja, haben ja gesagt, haben schlechte Erfahrungen gemacht und wollten ja mit 250 Euro anfangen. Ne? Wie sieht's aus? Wollen wir da jetzt die Einzahlung tätigen auf Ihrem Handelskonto? Leon, können Sie bitte in den Weg sprechen, dass Sie früher gesprochen haben, weil jetzt höre ich sehr wenig, sehr leiser okay, als sind früher. Sind Sie gerade unterwegs oder sind Sie auf der Arbeit? Irgendwie, ich höre die ganze Zeit im Hintergrund jemand. Nein, ich bin auf der Arbeit bei meiner Firma mit dem Musikhintergrund. Okay, alles gut. Also, wollen wir dann einen Termin für nächste Woche machen, dass wir Ihr Handelskonto kapitalisieren? Sie wollten ja 250 Euro einzahlen, ne? Auf Ihr Handelskonto. Es gibt Möglichkeiten mit 150 Euro anfangen. 150 Euro bringt uns, Herr, 250 Euro ist Minimum. Und wenn Ihnen die 250 Euro schon wehtun, ja, dann macht das Ganze, glaube ich, sowieso generell keinen Sinn. Weil, sollten schon mindestens, sag mal, 3.000 Euro auf der Seite haben, was ihnen nicht wehtut, wenn sie das investieren, ja, nicht, dass sie dann in finanzielle Schwierigkeiten kommen. Und wenn 250 Euro schon ein Problem sind, dann macht es ja vielleicht keinen Sinn, oder? Dann gucken Sie doch an den Internet, in Google, wie viele Firmen gibt mit dem Eintrag von 50 Euro. Von 100, von 150. Ja, natürlich, aber macht das Sinn? Genau, weil um zu handeln, brauchen Sie auch Geld, mit dem Sie handeln werden. Richtig. Sie können doch aber nicht. Herr, warten Sie mal ganz kurz. Wenn 250 Euro schon zu viel ist für Sie, dann macht es doch gar keinen Sinn, dass Sie handeln.
wenn Ihnen das schon wehtut. Verstehen Sie, was ich meine? Was meinen Sie? Ich brauche den Geld für Ihnen nicht. Ich aktiviere den Konto für Ihnen. Und meine Arbeit ist, die Kunden auf die Arbeit zu bringen. Verstehen Sie? Ich verstehe Sie nicht, ehrlich gesagt. Kein Problem. Gucken Sie mal. Ich habe Ihnen eigentlich... Verstehen Sie? Nee, ich verstehe Sie nicht. Auf einer Firma gibt es Verkaufsleiter, die neue Leute auf die Firma bringen. Ja, und bringt ja es auch Finanzanalytiker? Es gibt viele, viele Sachen, die es gibt, ich weiß. Aber hier, im Moment dreht sich ja nur um eins. Hier geht es jetzt einfach nur darum, haben Sie 250 Euro auf Ihr Handelskonto einzuzahlen oder nicht? Wenn nicht, dann geht es leider nicht. Wenn ja, dann können wir das gerne zusammen machen. Ansonsten habe ich jetzt leider nicht mehr viel Zeit. Müssen Sie mir jetzt sagen, ob Sie das mit 250 Euro starten wollen oder nicht? Sie verstehen doch, dass ich den Konto für Sie aktiviere, nicht für sich okay, selbst. Okay, alles klar, schönen Tag. Arschloch! Ja. Kann ich auch per Fax senden? Genau, Sie können entweder per Fax senden oder, weiß ich nicht, mit Post, mit Moment, Flugzeug. Dann drucke ich eben aus das Papier und schicke es per Fax, okay? Okay. Das ist für mich am einfachsten. Mhm, das glaube ich. Okay, ich denke, wir haben schon genug Spaß gemacht. Ich wünsche Ihnen schon einen Tag und auf Wiederhören. Ja, tschüss, du Betrüger. So, vielen Dank für Ihren Anruf. Wir haben uns wirklich hier im Unternehmen amüsiert. Ja, wir auch. Also, Dankeschön. Sie waren super. Danke, tschüss. Tschüss, tschüss. Lieber Peter Zwick. Ja, winke, winke. Winke, winke. Tschüss. Tschüss, tschüss. Ja, und das war dann auch schon die Staffelei zusammengefasst. Das war wirklich mal eine andere Erfahrung für mich. Ich hatte früher auf meinem Kanal Let's Plays von Minecraft, CSGO oder auch Just Dance. Das war alles so ein bisschen zusammengewürfelt und ich hatte wirklich kein Ziel, was ich mit meinem Kanal machen will. Ich hatte keinen Content und hatte mal das gemacht, mal das probiert oder mal irgendwie Drachenlord-Videos. Vereinzelt sieht man die ja noch auf meinem Kanal. Mittlerweile sind die meisten älteren Videos schon mehr von mir privat gestellt, weil das einfach zu peinlich ist, ich als kleiner Bub da. Ja, und jetzt habe ich endlich mal eine Berufung gefunden. Ich hatte ein Ziel auf meinem YouTube-Kanal und wollte jetzt einfach mal Scambaiting betreiben. Weiter geht's mit Staffel 2. Nein, Martin Tyler sehe ich nur. Martin Tyler nix. Warum? Von Phoenix Mark. Warum? Weil das ist nicht unsere E-Mail. Warum? Sagst du jetzt. Warum, Mann? Ich weiß nichts, warum. Moment, meine Geduld. Meine Geduld hat einen Punkt. Ist egal, wie viel das Ihrem Geduld hat einen Punkt. Aber geh in Ihre E-Mail. Ja. Hallo, schönen Tag. Sprich mit Herrn Hodenkobold, oder? Wie bitte? Wie haben Sie mich genannt? Hodenkobold. Hodenkobold? Ja. Hodenkobold Sacker? Ja, genau. Ist das Ihre E-Mail-Adresse? Geile Hans 69. Ah ja, genau. Ja, falsch ausgesprochen, aber ich gehe mal gucken. Moment. Also Sie heißen auch Pipi Kaka. Steht hier bei mir. Soll das jetzt ein Scherz sein? Nee, ich habe hier Björn Pipi Kaka. Ja, interessant. Ja, und E-Mail-Adresse geilerhengst69@gmail.com. Da sind Sie ja kreativ unterwegs. Was soll das denn jetzt werden? Ja, mit Ihrer Telefonnummer. Nee, ist wirklich so. Mit Ihrer Telefonnummer. Okay. Wissen Sie das? Ja, wir sind ja schon in Staffel 2, ne, also. Ich bin eine Staffel höher als Sie. Also die Staffel 1 ist ja schon draußen, also. Da sind ja über 40 Videos schon. Von der Staffel 1. Von der Staffel 1. Hm. Ja, aber ich bin schon in der Staffel 3 jetzt. So viel habe ich ja noch gar nicht. Echt jetzt? Kommt ja Staffel 2. Ja. Ja. Da haben Sie schon wieder recht. Da sind wir beide im falschen Film, glaube ich. Sind Sie im falschen Film, das stimmt wohl. Ach, ist das auch so einer wie bei iRobot? So ein Roboter? Ja, so es kann automatisch laufen. Kann ja? Der auch kochen für mich? Wie bitte? Kann der auch Geschirr spülen und kochen und alles? Ja, so Sie können
Ja, wer ist denn da jetzt? Wer belästigt mich da ganze Zeit? Johann Scholl, habe ich doch gesagt. Nein, ich rede gerade mit der anderen Dame. Ich weiß es nicht. Hallo? Ja, hallo. Hallo? Ja. Ja, schönen guten Tag. Mach mal auf laut. Ich spreche mit dir Jauche. Konnte Jauche, richtig? Ja, ich kann jetzt gerade nicht. Ich bin nur gerade im Gespräch schon. Hör auf, mich zu belästigen. Okay. Mach mal auf laut. Was heißt belästigen, bitte? Ich mache meine Arbeit. Ach, du machst deine Arbeit. Du machst deine Arbeit. Keine Zeit, du machst deine Arbeit. Du rufst ganze Zeit an. Ich lege ganze Zeit extra auf und du rufst mich immer an. Checkst du das nicht? Wie nein? Erstmal nicht du, sondern sie. Ich leg doch immer extra auf, wenn du anrufst. Dann check das doch mal. Wieso rufst du denn nochmal an? Was ist das für eine Bretze? So, was war denn mit dir los? Tja, ich wurde mit irgendeiner Kündigungsabteilung jetzt vermittelt. Das ist Neuland für mich. So, inzwischen kenne ich schon verschiedene Abteilungen von ihrer Firma. Dementsprechend dann sie zurück. Ah, okay. Ja. Und die Finanzabteilung, wo ich davor war, ja, der hat nochmal die E-Mail überprüft und da ist die E-Mail korrekt angegeben. Mit Greenfield Investment und CO und UK. Alles korrekt. Bloß in der Bestätigungsabteilung, ihr Kollege hat mir absolut andere E-Mail vorgelesen. Aber der Typ aus der Finanzabteilung meinte, dass wohl der Typ aus der Bestätigungsabteilung einfach mal ein bisschen eher Feierabend machen wollte und deswegen hatte er keine Lust, irgendwie das zur Bestätigung, irgendein Formular auszufüllen. Und deswegen soll ich jetzt nun mit Ihnen eine Lösung finden, wie ich endlich mal diese E-Mail erhalte. Wirklich, ich schwöre. Ich habe mich jetzt angestrengt, irgendwie das genau so zu übermitteln, wie ich das ans Ohr bekam. Hallo, grüße Sie, Diana Stein am Apparat. Ich wollte mit Herrn Björn Mietstar sprechen. Ja, guten Tag, Frau Stein. Mein Name ist Günther Jauche von Wer wird Milliardär? Wollen Sie mitspielen? Das ist ja schön. Bitte wie? Und das kann man gut gebrauchen. Eine Milliarde haben, dann haben Sie ja schon 2 Milliarden, stimmt's? Was brauchen Sie denn? Sie wissen gar nicht, um was es geht. Was sprechen Sie da überhaupt? Also jetzt mal gut aufgepasst. Was unverschämt ist denn das? Nun ich mache hier keine Werbung, passen Sie mal auf. Passen Achtung, Sie? Was ist ein Sie haben eine Erfahrung vorher in diesem Geschäft, ja? Ja, ja. Wir haben schon geredet, glaube ich, in Staffel 1. Wann haben wir geredet? Da habe ich doch 250 eingezahlt und dann hast du dich aber nicht mehr gemeldet. Nein, Mann. Ich kenne Ihnen nichts. Ach so. Ja, wirklich. Aber Stimme, ich widerrinne diesem Stimme. Wenn wir hätten gesprochen, ich widerrinne. Aber nein, ich erinnere nichts diesem Stimme. Du hast doch immer gesagt, früher immer, meine Geduld hat einen Punkt. Ihre Geduld hat einen Punkt. Und nein, warum nein. Sagen Sie das 100 Mal? Nein, du hast immer gesagt, meine Geduld hat einen Punkt. Ah, Mann. Sie sind diesen Betrüger. Ja, wirklich. Ich erinnere Sie. Aber wissen Sie, leck meine Marsch, Mann. Ich hab dich dran. Okay. Bist du Betrüger? Ach so, ich bin ein Betrüger jetzt auf einmal. Ja, natürlich, sonst würdest du mich ja nicht anrufen. Angeblich okay. Von Ölprofit. Ich rufe von deiner Mutter an, die ich jeden Tag gefickt habe. Ah ja, da sieht man ja, wie seriös du bist. Und ich, guck mal. Ja, guck mal. Durch Telefon. Ich werde dir so sagen. Ich werde dich finden, wer du bist und wo du kommst und woher du bist. Da habe ich aber Angst jetzt. Ich schwör's dir, ich werde alles tun. Und sobald ich dich finde. Jetzt habe ich ganz große Angst, oh je. Werden wir sehen. Ich gehe gleich bei meiner Mama heulen. Keine Sorge, woher ich komme, wann ich komme, mit was ich komme, ist meine Sache. Du hast den schlechten Person hier am Apparat, den du verarschen willst. Ja, jetzt habe ich aber ganz aber große Angst vor dir. Aber das wird nicht so bleiben. Da machst du dich keine Sorge. Das wird nicht so bleiben. Ich verspreche dir, das wird nicht so jetzt bleiben. Jetzt habe ich aber ganz, ganz, ganz große Angst. Kannst du machen, was du willst. Ja, kannst du machen, was du willst. Ich kann meine Mama weinen. Ja, ja. Deine Mama ist bei mir sowieso. Brauchst du nicht. Die kommt die nächste Woche. Weil ich werd die richtig hart wecken. Ja, aber die ist aber nicht in Russland. Okay, tschüss. Ja, tschüss, ciao, ciao, ciao. Schmoren der Hölle. Hallo. Ist alles okay bei Ihnen, oder? Na. Weggesprochen. Genau, schönen guten Tag. Die ISEX Cook AG, eine schulische Umfrage in Bezug Bitcoin-Trading. Eine Frage, um zu beweisen, dass Bitcoin-Betrüger gar nicht blöd sind, sondern Intelligenzbesen sind. Und die Frage ist, wer ist der beste YouTuber? Hauptsächlich soll der Betrüger verarschen. A. Callcenter Fun, B. Blöder King TV, C. Ice675 oder D. Bibi's Beauty Palace.
Sehr lustig. Sie müssen jetzt eine Antwort auswählen. Sehr lustig. Ja, ich habe schon gewählt, ja. A, B, so, C, oder D. Die Frage ist, Sie haben sich nur dafür registriert, Herr Mitzter? Also. Hallo? Wir sprechen, glaube ich, gerade gegeneinander vorbei. Ja, ja. Sie haben sich eben registriert, um dafür so eine Besprechung zu machen, also Ihre Fragen zu stellen. Was war der Frage nochmal? Soll ich nochmal vorlesen? Ja, Sie haben sich eben für den Bitcoin-Handel registriert, Mister. Ist das richtig? Genau, ich muss ja gerade eine schulische Umfrage durchführen, deswegen registriere ich mich gerade. Ah, so, verstehe. Ja, verstehe. Weil wir wollen ja jetzt, Ich bin Günther Jauche von Wer wie Blädier. Wollen Sie mitspielen? Das ist ja schön. Von Bitcoin Pro meinen Sie, sind Sie gerade? Nein, das ist ja schön, weil das kann man gut gebrauchen. 1 Milliarde haben, dann haben Sie schon 2 Milliarden, stimmt's? So, dann mal gut aufgepasst. Nun stelle ich Ihnen die 20-Perseten-Frage. Achtung! Was ist ein Hexadezimalmetronom? A. Ein Glukosetheoloid. B. Ein Dezimaldistrant. C. Antwort A. D. Herr Schmidt. Oder E. Axschenkeldrescher bei Eissex und Poker G. So. Ich wähle Herr Schmidt. Herr Schmidt? Falsch. Es wäre A gewesen. Vielen Dank für Ihre Mitnahme. Vielleicht beim nächsten Mal klappt es wieder dann, ne? Also, Herr Jauche, was ist los? Ist das ein Gewinnspiel oder was meinen Sie? Sie rufen doch jetzt an wegen dem Gewinnspiel, oder? Ah, schäm dich. Sprich nicht aus dem Fenster, ja? Ja, schäm dich. Ja, und du sprichst nicht aus dem Fenster, das ist ein bisschen gefährlich, denk mal nach. Ja, genau, ich hab Angst schon. Schäm dich. Also schon Angst, freut mich. Kannst du Angst weiterhaben? Ja, ich hab jetzt Angst. Auf Wiederhören, tschüss. Ich heul gleich, tschüss. Ja, und das war auch schon die Staffel 2. Ich fand mich da doch schon sehr professionell natürlich. In der Staffel 1 war ich natürlich noch ein bisschen unsicher. Ich wusste nicht viel von der Masche, aber in Staffel 2 war ich schon viel selbstbewusster auf jeden Fall, fand ich. Und ich habe natürlich auch viele alte Bekannte wieder getroffen, wie zum Beispiel meine Geduld, hat eine Punkt. Der Typ, den vergesse ich glaube ich auch nie wieder im Leben. Der ist echt der Knaller. Ja, und dann weiter geht's auch schon mit Staffel 3. Mit Staffel 3, da ging es dann wirklich schon sehr, sehr, sehr steil nach oben, fand ich mit mir. Die Thumbnails, damit fängt es halt schon an, so, das ist, ich tue jetzt viel mehr Zeit investieren in die Arbeit, alles, und ja, das merke ich auch, dass der Feedback von euch, das Feedback von euch ist natürlich auch viel, viel, viel mehr geworden, ihr seid ja auch mehr geworden, ne, also, das freut mich wirklich, und nun geht's weiter mit Staffel 3. Wow, da war richtig gut. Müssen Sie richtig eingeben. Aber wieso machst du so? Du bist so ekelhaft, bitte. Ich schwöre auf meine Kinder. Du kleiner Hurensohn, mit dieser Scheiße, die du von deinem Mund rein raus machst. Ja, kannst du nicht, ne? Bist du neidisch. Es ist also so ekelhaft. Die Deutschen normalerweise gefällen das einfach. Aber die Deutschen sind alles Hurensohne und sind alles tote Menschen. Ja, aber warum zockst du uns ab dann eigentlich? Ihr bist ja selber arm, ne? Ja, weil es gibt Leute so wie du, wir zocken alles ab, ich werde alles ficken einfach. Ja, mach mal. Ja, du bist auf YouTube. Ach so, wir werden uns sehen einfach. Ja, in Russland komme ich aber nicht. Vergiss meinen Namen nicht. Ja, aber ich komme nicht nach Russland. Vergiss meinen Namen nicht. Ja, du musst nach Deutschland kommen. Ich komme bei dir. Ja, komm, komm. Ich lade dich ein, auf einer Party. Ich fick deine Mutter, ich schwör auf alles. Ja, ich fick deine Mutter. Komm, wir können nach Essen gehen. Oder ein Bier. Essen gehen mit dir? Ich rüpf's dir ins Ohr dann. Du bist ein Hurensohn einfach, so wie du machst, Essen mit dir. Ich rüpf's dir ins Ohr dann. Ich fick dein Leben. Kann ich dich Peter nennen? Später nehmen, was meinen Sie? Aha. Komm's letzte R. Ja. Ja, dann. Ja. Yeah. Iha. Genau. Ihr habt Geduld. Hast du einen Punkt dieses Mal? Hat einen Punkt, hallo? Hören Sie mich. Ja. Ja. Ja, ja. Ist egal. Ist egal, was Sie werden machen. Egal. Aber Sie werden gefickt, Mann. Ich werde dich jeden Monat ficken. Jeden Tag werde ich dich verarschen.
Ich hab dich schon so oft kein gearscht. Kein Problem, und sie wird hier verraten. Meine Geduld hat einen Punkt, meine Geduld hat einen Punkt, meine Geduld hat einen Punkt. Geh mal und mach einen Besuch bei deiner Alt. Meine Geduld hat einen Punkt. Deine Geduld auch mit deinem Schwester hat einen Punkt. Und geh weg dann. Ey, du bist einfach schon so ein Meme geworden. Ey, das gibt's einfach nicht. Ey, der ist so tief. Fick dich, Mann. Fick die ganze Familie. Du Hund, ich hab dich wieder, Alter. Hallo, Cocksucker. Ich hab dein Callcenter gehackt. Ich werd dich jeden Tag nerven. Jeden Tag. Mhm. Sie kann bei meinem Unternehmen, bei meinem Kollegen, ja, bei die ganze meinen Frage nur, ja, Platz auf unserem Knie sie mit deiner Mama, mit deiner Schwester. Ich werde euch jeden Kinder, Tag nerven. Alles, ich habe alle eure, okay, Daten. Ich habe deinen Namen. Jeden. Ich werde dich jeden Tag nerven. Leg ihn auf meine Masch. Jeden Tag. Mehr machen, Mann. Jeden Tag werde ich dich nerven. Sie kann nur Platz auf unserem Knie. Verstehe? Ich werde dich jeden Tag nerven. Familien. Meine Geduld hat eine Punkt. Die ganze Familie, deine Generation. Hey, meine Geduld hat eine Punkt. Meine Geduld hat eine Punkt. Fick deine Geduld, fick deine Familie, deine Generation. Alles, was sie haben, Mann. Ich habe jetzt Angst. Ich heul gleich. Wirklich? Wirklich, sie haben Angst. Wenn ja, ja. Heute, wenn nichts heute, in einem anderen Tag, ich schwöre zu, ja, Gott über das. Wart auf, okay, morgen. Morgen rufe ich an, okay, ja? Ich nenne mich dann anders. Ich schwöre Günther für das. Ich bin Günther. Sie wird haben Angst in einem nächsten Tag, wenn nichts heute. Ja. Okay. Wir sehen, okay, uns wieder. Kleiner Hurensohn. Ich werde dich, kleine, finden. Fehler. Ich werde dich finden, du. Erzähl mich, wie viel Geld hast du genommen bei ihm? Gar nichts. Sie haben schon erfolgreich Ihre Einzahlung durchgeführt. Wow. Ich danke Ihnen, dass Sie das schon richtig erfolgreich getätigt haben. Das freut mich sehr. Sie haben schon in Ihrem Leben das erste, also, und sehr, sehr wichtige Entscheidung getroffen. Sie haben in Ihrem Leben schon wirklich, also, die beste Entscheidung, weil Sie haben damit 24 Monate garantiertes Profit gehabt und da bekommen Sie automatisch Profit in Höhe 780. Es ist wahnsinnig gute Möglichkeit für Ihre finanzielle Verbesserung. Das ist wahnsinnig gute Möglichkeit, dass Sie damit viel mehr profitieren, dass Sie damit schon sehr, also ich freue mich sehr darauf. Dann werden Sie... Mhm, das war wieder Ihr Bruder? Ja. Okay, ich dachte, er hat Schwanz im Mund, oder? Nein, der ist noch jung. Jung, ja. Alles klar. Er hat Schwanz noch nicht probiert, oder? Nein, du? Ich ruf dann nochmal an unter Fake-Daten. Tschüss. Tschüss. War das so lustig? Ja, das war lustig jetzt, die Betrüger mal zu verarschen. Ah, sie haben mich verarscht. Ich hab dich verarscht, ja. Sehr schön. Aber der Kollege war nett. Der Kollege war nett. Wir haben über Gaming gesprochen, ne? Alles war nett. Ja, ja. Machen Sie sich weiterhin so lustig, ja, Herr, ja, Leon? Auf Wiederhören. Ja, tschüss. Mach ich. Tschüss. Los, dann fange ich mit Handel an. Geil. Einfach so. Boom. Hast Boom vergessen. Boom. Boom. Immer Boom. Boom, boom. So arbeiten wir. Volle Pulle. Und dann arbeiten wir zusammen, mein Vorschlag, wie wir arbeiten, ich arbeite und aktivieren. Klingt das gut? Klingt oder gut. Nicht? Boom. Das ist gut. Letzte Frage. Ich sehe Roblox Roleplay Nagel. Boom. Boom. Gmail.com. Hast Boom vergessen. Wenn du Nagel Boom hast, also das macht mir, hat mir Sinn. Aber das spricht man in der Sauna. Schwitzerdeutsch. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Hast du gehört? Hast gehört? Schwitze. Das ist genau der Schwitzerdeutsch. Schwitzerdeutsch. Ja, das ist ja vollkommen komplett normal. Das denke ich nächste Mal. Das ist der einzige Platz in der Welt, wo man Schwitzerdeutsch flüssen reden kann. Boom. Boom. So ist es. Hallo? Wie bitte? Kann ich mit Herrn Björn sprechen? Nee. Wir haben keinen Herr Björns hier. Wie heißen Sie? Wie heißen Nina Sie? Wolf am Apparat.
Ina Holm. Und woher kommen Sie? Von der Firma Euro Capitals. Okay, erstmal lernen Sie Deutsch. Wie können Sie den Unternehmen lesen? Dann wow, sprechen Sie. Sie können selber kein Deutsch sprechen, ja? Super, lernen Sie erstmal Deutsch. Wie geil sich die beiden Idioten einfach sich fertig machen. Lernen Sie. Ihre Frau kann erstmal Deutsch lernen, nee, dann kann nee, sie das, mit mir sprechen, ja? Das war ein anderer Betrüger, genau wie du, ne? Ihr habt euch einfach gegenseitig verarscht. Ja. So, und jetzt müssen wir schön singen jetzt. Komm, jetzt. Also, wenn Sie Spaß machen jetzt, also ich mache hier keinen Spaß. Komm, einmal jetzt schneller. Ich brauche das für meinen YouTube-Kanal. Dann die 5 Abonnenten werden glücklich sein. Echt? Ja. Das mache ich nicht. Warum nicht? Gefällt mir nicht. Ja, mir auch nicht, dann. Dann muss ich das Telefonat jetzt beenden. Echt? Ja. Ich habe auch die ganze Zeit mit dir Spaß gemacht. Echt? Ja. Singst du jetzt trotzdem ein Lied für mich noch? Ich singe kein Lied. Warum denn weißt nicht? Weißt du was, du scheiß Lorenzo? Weißt du was? Ja, was denn? Ich weiß ganz genau, dass du YouTube aufnimmst. Die ganze Zeit habe ich mir das gemerkt. Echt? Aber ich habe gerade Zeit gehabt und habe mir einfach die Zeit gespart, mit dir zu sprechen. Ah. Weil ich keine Arbeit habe gerade. Momentan habe ich keine Kunden. Ja. Und deswegen hat mir Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Ah. Ja, finde ich gut. Ja. Das sehen meine Zuschauer auch so. Und dich auch. Echt? Ja. Ich ficke deine Zuschauer und dich auch. Echt? Am Arsch. Bist du schwul? Ja. Nee, du bist schwul. Aber du willst mich doch ficken. Dann bist du doch schwul, oder nicht? Du bist schwul. Du bist ein deutscher Scheißhund. Weißt du das? Du bist ein Hitlersohn. Ein Hitlersohn. Weißt du, was ein Hitlersohn ist? Ja, und du bist du ein Scheiß Hitlersohn. Ja, du bist ein Kanacke. Du Scheiß Hitlersohn. Ja. Ihr Deutsche sind Nazis. Wisst ihr, was ein Nazis sind? Scheiß Nazis. Diesen Wort merkt diesen Wort nicht. Echt? Ja, ihr macht das Wort nicht. Sollen wir jetzt Angst haben vor dir? Seid. Was? Sollen wir jetzt Angst haben vor dir? Nein, brauchst du keine Angst haben. Weißt du was? Ja. Eines Tages wirst du sehen, wenn ich dir meinen Schwanz in den Arsch stecke. Echt? Bist du schwul? Gibt's doch gar nicht. Nein, ich ficke nur Jungs. Wie du. Ja, also ich bin nicht schwul. Ja, bist du schwul? Hast du gerade gesagt jetzt. Du fickst nur Jungs. Doch, schwul du bist schwul. Ist nicht. Ja, du bist schwul. Ich ficke Jungs wie du. Du bist schwul, du bist schwul. Ich ficke Jungs wie du. Ich möchte Jungs wie du ficken. Echt? Fickst du gerne Jungs in den Arsch? Nein, nur dich möchte ich ficken. Leck's ich ficke immer Mädels, also deutsche Mädels möchte ich immer ficken. Ja, ja, genau. Weil die sind so blond und schön natürlich mit blauen Augen. Ja. Wenn sie meinen Schwanz wischen, dann natürlich ja immer mit meiner Sperma in Gesicht spritze ich. Ach so, aber, in Gesicht. Aber Mädchen. Die deutsche Frauen. Mädchen stehen aber nicht auf dich und auf Frauen auch nicht. Die Frauen und Mädchen auch nicht stehen, weil ich bin ein Ausländer, der großen Schwanz hat. Ja, weil ihr Deutsche habt einen kleinen Pimmel, habt ihr? Einen kleinen Pimmel und nicht geschnittenen Pimmel und das ist sehr schlimm. Die Deutschen möchten geschnittenen Pimmel, die Ausländer sind auch natürlich stärker als die Deutsche. Die stärker sind Deutsche sind wie Muschis. Muschis, die haben keine Erfahrung, haben gar nicht an dieser Sache. Ey, aber wenn du eine Frau willst, dann musst du musst Geld haben. Aber du hast ja kein Geld. Also, ich geht das nichts. Du, nee, ich bin Millionär. Ich bin Millionär. Wen willst du das erzählen? Ich bin Millionär, weil ich betrüge hier Menschen wie du, du ein Hurensohn bist. Ah, ja. Wie viel hast du heute gemacht? 0 Euro. Ciao. Ja. Tschüss. Viel Spaß hier in deinem Loserleben. Loserleben. Hallo. Hallo, guten Tag. Hallo. Eva Koch am Apparat. Ja. Mit wem spreche ich? Mit mir. Mit mir? Ja, mit wem? Hä? Das ist. Also, Sie sind ein Mann oder eine Frau? Ein Mann. Ein Mann, mir. Ach so. Ja. Ist dein Leben schon gefickt? Hä? Was soll das denn jetzt werden hier? Ja oder nein? Bist du schon draußen? Zum Sextreffen oder wird. Nein, ich bin nicht zum Sextreffen. Ich glaube, dein Leben ist schon gefickt, ja? Ja, deins auch. Brauchst du Sex oder was? Ja, komm vorbei. Ach so, dann finde eine Frau. Du kriegst AIDS von mir. Ja, wirklich? Ja. Ach so. Ja. Und sonst so? Heute schon gefickt? Wie alt bist du? Das geht ja gar nicht an, ne, Kollege? Was, meine Kollege? Du bist ja mein Kollege. Nein.
Doch. Nein, nein, nein. Doch, doch, doch. Wie geht's heute? Wie steht's? Na ja, mir geht's sehr, sehr gut. Und wie geht's bei dir? Ja, was machen die Kinder so? Haha, die Kinder. Hast du Kinder oder nein? Nee, das sind doch unsere Kinder. Oh mein Gott. Du bist sehr gefickt, Mann. Echt? Du auch? Du bist sehr gefickt, ja. Nein, ich bin nicht, glaub mir. Du, ach mein so. Leben ist sehr schön. Ach so. Ja, ja, ja. Bist du noch eine Jungfrau? Ich lebe mein Leben. Du lebst dein Leben. Siehst es in vollen Zügen durch. Bei mir geht sehr, sehr gut. Echt? Bist du high? Ja, ja. Hast du gerade gekifft oder was? Okay, dann ich glaube, du bist ein sehr großer Idiot, ja? Ja, du auch. Noch, nein, du bist noch, noch größer als ich. Okay, denk, was du willst, okay? Ja, du schönen bist... Tag noch. Ja, den, wün- den wünsche ich mir auch. Tschüssi. Ja, den wünsche ich mir auch. Guten Abend, QVC, mein Name ist Anne Meier. Was kann ich für Sie tun? Ja, schönen guten Tag. Einmal bitte die getragene Unterhose. Die ist leider schon weg, sorry. Schon vergeben, schade. Da war leider, ich, ja. Da war ich nicht schnell genug. Zu spät. Hoffentlich hören wir uns gleich wieder, ne? Ja, dann genau. Leg ich mal auf. Bis jo, gleich. Bis gleich. Schönen guten Tag. Ja, guten Tag. Ja, bitte, wie geht's denn? Alles gut? Ja, und dir? Hallo. Ja, hallo. Ja, Herr Ohrensohn, wie geht's denn? Wer ist dein Mutter? Also ich kann nicht kicken. Ich bin wieder dran. Ey, was, meine Geduld hat eine Punkte, bitte. Ist mir scheißegal. Wie? Warum denn? Ist doch lustig, oder? Weil es ist mir scheißegal, Hurensohn. Ach, warum denn, komm? Ist mir scheißegal, Hurensohn, wie kann ich das sagen? Ist mir scheißegal, wenn deine Geduld ist, hat einen Punkt. Ja, aber meine Geduld hat einen Punkt. Schau mal. Ich hoffe, du sterbst von deiner Geduld. Schau mal, ich habe 1000 Zuschauer auf YouTube, die lachen sich alle über dich kaputt. Oh, wirklich? Wie heißt deine YouTube? Das sag ich dir nicht. Dann warum sagen sie das? Gib einfach ein bei YouTube, meine Geduld hat einen Punkt, dann wirst du dich finden. Okay, sagen sie mir die YouTube, so ich kann das sehen. Bitte. Meine Geduld hat einen Punkt. Ah, heißt dein YouTube? Ja, ah, okay. Nein, so heißt ein Video. Okay, bye, Hurensohn. QVC Roskala, mein Name, guten Morgen. Schönen guten Tag, mein Name ist Karina Petrosian. Was kann ich so gerne bestellen? Hallo. QVC hier, was kann ich Ihnen bestellen? Bestellnummer bitte. Entschuldigung, Sie haben bei mir angerufen? Wie bitte? Ich bin bei Sie sind hier bei QVC, was kann ich für Sie tun? Auf Wiederhören. Perfekt. Kollege Finn, warte. Ja, jetzt hör zu. Sagt er, wo wohnt eine Katze? Ich sage, ich sehe den gerade Kollegen. Wo wohnt eine Katze? Im Mietshaus. Der lacht, der ist gut. Der ist geil, warte. Jetzt, warte. Also. Hören Sie mich? Ja, aber leise. Was ist da los? Okay, also keine Ahnung, wegen der Leitung. Ja, die Leitung ist schuld. Ich melde mich jetzt wegen Ihrer Anmeldung, Herr. Ah. Hören Sie mich? Ja, schieß los. Was soll ich los? Was soll ich ja losschießen? Ja, du willst irgendwas von mir, oder nicht? Also eigentlich, ich will Ihnen erstmal fragen, was Sie mit dem Konto machen möchten. Das Konto, was Sie jetzt aufessen haben. Das schmeckt aber nicht. Ja, ist ja egal. Kannst du ja essen dann? Nein, ich hab ja zum Essen. Ah, wenn die nicht zum Essen haben, dann machen sie es. Na. Hast du schon Mittag gegessen? Na. Sie haben ja gesagt, dass sie ein Konto essen möchten. Ja, was soll das denn jetzt? Soll das ein Spaßanruf sein oder was? Erster. Was? Erst sind sie. Hallo, hören Sie mich. Ja, und jetzt sagen sie irgendwas vom Essen. Also echt mal. Also, es ist ja klar, wenn sie. Na, seien Sie mal ein bisschen seriöser hier. Wieso soll ich seriös sein mit Menschen so wie Ihnen eigentlich? Ach so, na.
Ja, und sonst so? Was machen die Kinder? Ficken deinen Motor. Was? Jetzt ist er weg. Weg ist er. Was für ein krankes Arschloch. Ey, Digga, komm, sag mir jetzt Hand aufs Herz. Du bist ja mein Freund. Du bist echt mein Freund. Hallo, guten Tag. Ja? Ja, fick deine Familie. Wie geht's dir? Ey, was geht ab? Alles klar bei dir? Wie, was geht ab? Nein, bei dir. Ist alles klar? Ja. Du hast ich hab ihnen gesagt, das ist das letzte Mal. Was ist anmelden hier? Nee, ich melde mich immer mehr an. Mann. Wissen, hören Sie mich. Ja. Alles in einem Spaß. Sie mit deiner Mama, mit deiner Mutter, mit deiner Schwester, mit deine Mädchen in deinem ganzen Familien kann gehen hier und machen einen Leck auf unserem Schwanz auf jeden von meinem Kollegen, okay? Hab zwar nichts verstanden, kleine aber ja genau. Ruhe, so. Geh weg. Du hast den Preis gewonnen für den besten Betrüger des Jahres. Geh weg. Bester Betrüger des Jahres. Die Leute feiern dich. Du bist bekannt. Hab ich ihn betrügt? Hab ich ihn einmal betrügt? Du bist in meinem YouTube-Kanal der beste Betrüger, den es gibt. Hab ich ihnen einmal betrügt oder meine Unternehmen? Ja, okay, aber du beleidest mich ja ganze Zeit. Das heißt ja, dass du Betrüger bist. Was? Ja. Hab ich ihnen betrügt? Nur einmal. Ja, mich wie eine Person und meine Unternehmen, die zweite. Ja, aber du schreist ja immer rum und beleidest mich. Das ist ja unseriös. Was? Ich habe ihnen beleidigt. Sie haben selber angemeldet bei uns. Ja, und dann beleidigst du mich als Dank. Ich will auch jetzt einzahlen. Ich schwöre ihm zu Gott. Ich habe gemacht in meinem Leben keine schlechten Dinge. Doch, okay? Ganz viele schlechte Dinge. Aber wenn ich mache etwas, wenn ich mache die erste, ich will machen das bei ihm, okay? Ja, finde ich gut. Kleine Hurensohn. Kannst du mich beleidigen? Das kommt alles auf YouTube dann. Komm und platzen auf meinem Knie und fick deine Generation. Das machst du wohl eher bei mir. Das machst du bei mir. Nein, ich geh nicht weg. Ich bin wie eine Bazille. Geh weg. Geh weg, ich hab gesagt. Geh weg jetzt. Geh weg. Hurensohn. Meine Geduld hat eine Blutung. Sie sind ein Hund, Mann. Sie sind ein Hund. Nein, du. Wow. Okay. Haben Sie eine... Was machen Sie? Was soll ich machen? Ich habe gehört eine Geräusche. Ach so. Das ist gerade der Weihnachtsmann, der bei mir im Keller eingesperrt ist. Ahaha, Chocomix. Session ist erreicht. Ich melde mich von der Plattform, dass sie online geöffnet haben. Von Pornhub oder was? Bitte? Ich habe gerade Pornhub geöffnet. Wie kommen die von Pornhub? Wie disgustig können sie sein denn? Was soll das denn ekelhaft. Jetzt? Dreckspack, gibt's doch nicht. Hallo? Ja? Hallo, du sexy Maus, ja? Bist du meine sexy Maus? Na. Du bist eine sexy Maus. Ach so. Bin ich das? Du eine Arschloch, du. Echt? Warum das denn? Ja? Wie ja? Einfach ja oder was? Ja? Drehst du gerade den Spieß um und verarschst mich jetzt gerade? Na. Behalte Anus? Das war nicht witzig. Da muss man noch dran üben. Behalte Anus. Ja. Ja, fuck you. Fuck you hard. Ach. Wichser. Oh. Bist du Wichser, ne? Echt? Arschloch. Wichser. Echt? Wichser. Du bist ja Wichser. Du. Echt? Warum? Hallo, guten Tag. Spreche ich mit Herr Heinrich Himmler? Guten Tag. Ja. So, mein Name ist Karl Goldberg und ich stelle eine internationale Investmentbank Tower Source vor. Ich sehe, dass Sie bei uns angemeldet haben und mit unserer Auto. Perfekt. So, sagen Sie mir bitte, Herr Wollt Himmler. Wollt ihr den totalen Krieg? Wie bitte? Wollt ihr den totalen Krieg? Okay, so möchten Sie Ihre... Moin. Hallo?
Ja. Guten Tag. Guten Tag. Möchtest du Ihre Konto aktivieren heute? Hier ist Ronny Bergmann. Ach, boom. Na. Okay, danke. So, hoffentlich habt ihr genug gelacht. Denn jetzt kommen wir zu den Ehrungen. Viel Spaß. Der Anfang macht die beste Betrügerkonferenz. Ja, das war so ein Thema, wo ich mich schwer getan habe, wirklich, weil wir hatten viele lustige Betrüger gegen Betrüger Aufnahmen natürlich, wo einfach die nichts kapiert haben und er labert da, möchten sie investieren? Ja, sie möchten investieren? Nee, sie wollen doch investieren. Ja, aber, hä, sie wollen doch investieren. Und so weiter, das steigert sich dann immer. Das war einfach so extrem lustig, deswegen war es eine sehr schwere Kategorie für mich. Ja, aber letztendlich habe ich mich dann für die allererste Folge auf meinem YouTube-Kanal den Spieß umdrehen, Colts in der Verarsche 1, in der Staffel 1 entschieden. Entschuldigung, weil, ja, das ist einfach so lustig, das Ende, wo ich ja mit der Ollen rede, dann ruft ein Typ an und dann ruft noch eine Olle an, dann waren da drei Leute, die eine Olle die ganze Zeit, hallo, hören Sie mich, hören Sie mich. Der Typ ganz Zeit, ja, ich höre sie. Ja, wer ist denn da? Und die Olle auch ganz Zeit, ja, aber wer ist denn da am Apparat? Am Ende kam dann noch einer rein. Und das fand ich einfach extrem lustig. Das war natürlich auch schwer für mich zu entscheiden, weil natürlich auch die Konkurrenz lustig war. Also Betrüger gegen Betrüger, die anderen Videos. Aber da war eher das Problem, die waren eher kurz und die haben sich dann halt beleidigt. Oder es war lang gezogen, aber nicht wirklich lustig. Aber ich finde, das Video entspricht beides. Es ist kurz und es ist lustig. Deswegen gewinnt das in meinen Augen. Hallo. Also, Victor. Erste Buchstabe ist Victor oder Heinrich? Wie bitte? Hallo, Herr, Herr, Herr. Hallo. Hallo, ja. Hören Sie. Wir haben heute mit der E-Mail kontaktiert. Welche E-Mail denn genau? Ja, ich höre Sie. Ja, super. Also, Herr, darf ich fragen, mit wem spreche ich jetzt? Alex Fox. Alex Fox? Hallo? Ja. Herr Leon, hören Sie mich? Herr Leon. Ja, ich höre Sie. Ja, wer ja, können sind Sie denn? Alex Fox bin ich. Alex Fox? Bin ich verbunden mit der Frau Herha? Nein. Hallo? Herr Herha, hören Sie mich? Hallo? Hallo? Herr, hören Sie mich? Ja, ich höre Sie. Wer ist das? Ich bin Elli Bonnell, Ihre Kontomanagerin. Sie sind meine Kontomanagerin. Darf ich fragen, mit wem spreche ich jetzt? Sie sind meine Kontomanagerin, ja? Darf ich fragen, mit wem spreche ich jetzt? Ich wollte fragen, wie kann ich hier einzahlen? Ich bin bei Ihrer Seite, ich will einzahlen, 250 funktioniert nicht. Wieso? Also ich schreibe jetzt per E-Mail. Okay, danke schön. Nein, E-Mail, kein E-Mail. Jetzt möchte ich einzahlen. Wenn nicht, dann mache ich nichts. Entweder wir zahlen jetzt ein oder gar nichts. Okay? Ich gebe dir meine Visa Master. Schreib auf. Es fängt mit 0 um. So, und nun weiter geht's mit dem lustigsten bzw. den sympathischsten Betrüger. Ja, das war auch für so eine Kategorie. Ist mir zwar ein bisschen leichter gefallen, weil die meisten Betrüger sind, naja, nicht sympathisch und auch nicht lustig, weil die wollen einfach nur dein Geld haben und mehr wollen die natürlich nicht. Natürlich gab es auch natürlich lustigste und sympathische Betrüger. Zwar nicht viele, aber es gab einen, wo ich mich besonders dran erinnere, und das war mich im Livestream mit dem Boom. Also dieser Typ, ich glaube, den Namen weiß ich auch nicht, ich glaube sogar noch irgendwie Blumenberg, irgendwie Herr Blumenberg hieß der. Der konnte Deutsch, der war lustig, hat mich selbst zum Lachen gebracht, also hat eine echt sympathische Seite gehabt und war halt leider im falschen Beruf. Also
ein wirklich cooler Typ. Der kriegt auf jeden Fall auch eine Auszeichnung. Natürlich gab es auch andere, die genauso waren, lustig und sympathisch. Aber der sticht halt besonders raus und deswegen verdient er den Preis. Du hast keine normalen, das ist eine sehr lange E-Mail hier. Ich habe Copy-Paste gemacht. Ja, Manuel habe ich es nicht geschrieben. Ja, der Manuel ich war das. Ich sage, was kann das sein? Das ja, genau. Ich habe Copy-Paste gemacht. Ich habe nichts geschrieben. Das ist so lang. Sehr gut. Pass mal auf hier. Ich schicke das hier. Bist du am Ball hier? Boom, jetzt kommt das. Boom. So, bitte gehst du in E-Mail jetzt. Bist du am Ball? Boom. Schau mal den E-Mail an jetzt. Yes? Was sagst du hier? Pass mal auf, das ist gut. Pass mal auf. Ja. Diese lange E-Mail hier. Ja. Sexy Roblox Roleplay Nagel. Boom. Boom. @gmail.com. Hat Boom vergessen. Wenn du Nagel Boom hast, also das macht mir hat mir Sinn. Ab, klingt das gut? Klingt gut. Nicht? Boom. Ja, und weiter geht's mit dem aggressivsten Betrüger des Jahres. Mit aggressivsten Betrüger des Jahres meine ich so, der rumbrüllt, beleidigt, einfach halt aggressiv ist. Und das ist natürlich auch wieder schwer, weil eigentlich sind die meisten Betrüger aggressiv, besonders die männlichen. Die weiblichen, die haben dann noch ein bisschen Benehmen. Aber die männlichen, die gehen dann immer manchmal ab dann. Das ist natürlich auch wieder schwer, weil fast in jeder Staffel war einfach irgendwie ein Heini, der sich einfach zum Affen gemacht hat. Aber der größte Heini kommt einfach aus der Staffel 1. Mit dem Namen, komm in die Gruppe, Bitcoin-Betrug, Callcenter, Verarsche 24. Der Typ war einfach das beste Beispiel für pure Dummheit. Ich glaube, ich habe den 30 Minuten verarscht und der ist einfach so blöd und rastet halt also komplett aus. Aber wirklich komplett. Wir haben halt drüber geredet und ich habe den halt verarscht mit diesen Komm in die Gruppe. Ja, das kennt man wahrscheinlich irgendwie so Werbung. Ja, komm in die Gruppe und morgen kriegst du irgendwie hier Lamborghini. Ja, dann ist natürlich auch wieder fake so. Hab mir nicht gedacht, komm, machst dir den Spaß mal und betrügst die Betrüger einfach mal so, ne? Ja, und der Typ ist dann voll drauf eingestiegen. Der ist wie eine Kanone abgegangen auf einmal. Dann, der schreit mich da richtig zusammen, ja, gib mir Anydesk Nummer. Und ich so, nein. Ja, gib jetzt, sonst leg ich auf. Ja, warte. Ja, ich geb sie doch nicht. Gib jetzt. Das ging halt ganze Zeit so weiter und er hat auch nicht locker gelassen. Also das ist wirklich dann Number One. Viel Spaß. Du spielst doch, wir haben gemacht doch ganze Zeit, dass du mir die Anydesk Nummer geben. Ich bitte in die Chance, die Porsche zu kaufen. Mit 250 Euro, wo findet sie diese Chance? Wo? Ja, die, gibt diese Chance? Bei dir, ich weiß. Ist ja, bei mir, also geben Sie mir jetzt Ihre Anydesk-Nummer, damit ich diese Chance hingebe. Und das nicht, geben Sie mir das. Hören Sie auf mit dem Spielen, ich will nicht so spielen. Ich bin eine seriöse Plattform, ich arbeite für eine seriöse Plattform und ich habe keine Zeit zu spielen. Wenn Sie diese Chance nicht wollen, gebe ich jemand anders. Also wollen Sie den Porsche oder nicht? Ja, natürlich, Porsche kriegen es. Digga. Wollen Sie das? Ja. Geben Sie jetzt eine Desk rein, ja. Geben Sie mir die Nummer. Porsche Kavines? Geben Sie jetzt eine Desk rein. Ja, gib mir die... Hören Sie auf, bitte spielen. Geben Sie mir jetzt Ihre Nummer von der Desk. Wie lautet der? Ey, Digga, wir brauchen... Ich hab keine Zeit hier. Wir brauchen doch deine Nummer. Ich hab keine Zeit hier, die ganze Zeit, halbe Stunde die Chance zu sagen. Wenn Sie die Chance nicht wollen, gebe ich es jemand anderem. Wollen Sie das oder nicht? Ja, natürlich, was fragst du mich? Wollen Sie das? Ja. Ja, und weiter geht's mit dem dümmsten Betrüger des Jahres. Das war natürlich auch eine schwere Sache, weil in einer Art ist ja jeder Betrüger dumm. Abgesehen davon. Aber ja, das ist natürlich eine schwere Angelegenheit. Ich hatte natürlich auf einer Seite meine Geduld hat einen Punkt, dieser Typ. Der ist einfach, weiß nicht, der ist zwar nicht dumm, aber mittlerweile schon, weil er sich halt die ganze Zeit von mir verarschen lässt. Er ruft mich halt immer an. Er merkt halt nicht, dass ich immer die gleiche Person bin und merkt das halt immer erst nach 10 Minuten. Ich glaube, der hat mich 8 Mal angerufen oder 9 Mal, keine Ahnung. Aber dazu, der kriegt seinen eigenen Preis auf jeden Fall. Deswegen muss jetzt ein anderer Betrüger dran glauben. Und das ist Betrüger mit Fachausdrücken aus dem Konzept bringen. Bitcoin-Betrug, Callcenter-Verarsche 34 aus der Staffel 1.
Ja, der Typ, das Video ging 52 Minuten lang und ich habe den ganze Zeit verarscht. Der konnte halt kaum Deutsch, das war das Problem von dem. Aber ich habe den die ganze Zeit fertig gemacht, habe den dann die ganze Zeit Fragen gestellt, wo er dann nicht mehr weiter wusste. Schaut mal selber. Zu erleichtern. Also ist das eher kontra dafür oder pro dagegen? Für das Konto. Wie bitte? Spricht das dann kontra dafür oder pro dagegen? Für. Also kontra dagegen, oder? Nicht gegen. Ja, es ist gegen, was sie nun haben. Und es ist total verschieden. Also kontra dafür, dass ich ein Konto eröffnen? Denn sinnen kann. Das klingt nach einem adäquaten Deal. Was? Das klingt nach einem adäquaten Deal. Eine adäquate Deal? Oh mein Gott, nee. Hä? Nein. Nein. Wie nein? Hä? Das ist nicht, was Sie denken. Hast du überhaupt verstanden, was ich gesagt habe? Nein. Ich habe gesagt, adäquaten Deal. Adäquaten Deal. Adäquaten Deal? Nee. Adäquaten. Adäquat. Ja, nach einem adäquaten Deal klingt das. Nee, das ist nicht, was sie meinen. Also, haben Sie... Also, willst du gerade behaupten, ich kann kein Deutsch, oder was? Ich habe gesagt, was? Das klingt nach einem adäquaten Deal. Oh. Du okay, verstehst das. Ja, und jetzt sind wir auch schon beim Ende angelangt. Jetzt kommt nur noch der Betrüger des Jahres. Viele können sich bestimmt bereits denken, wer denn der Betrüger des Jahres ist. Ja, der Typ war immer Präsident, der war in jeder Staffel jetzt bis jetzt. Der ist dumm wie Stroh, aber auch lustig und keine Ahnung. Das ist einfach mein Number One, mein Favorite. Ich glaube, zwischen uns besteht einfach Hassliebe, also wirklich, ich denke mal, wir hassen uns, aber irgendwie lieben wir uns auch. Ja? Also ich denke, wenn ich ihn privat treffen würde, wären bestimmt beste Freunde, aber genug gelabert. Ich spanne euch mal nicht auf die Folter. Viele konnten sich bereits denken, deswegen ist es keine Überraschung jetzt. Aber Dims Betrüger ist natürlich meine Geduld halt eine Punkt. Ja, Leute, das besser geht einfach nicht. Also es gibt auch keinen anderen Betrüger, der ihn ersetzen kann jetzt gerade. Weil der ist einfach Kanone, also das ist einfach die Bombe. Der sprengt alles, der Typ. Viel Spaß. Hallo, guten Tag. Hallo. Halleluja. Ja, guten Tag. Hier ist Elvis von Phoenix Market. Hallo? Ja, hallo. Guten Tag. Ja. Guten Tag. Herr Björn? Ja. Ja, ich bin Elvis von Phoenix Market. Wie geht es Ihnen? Hören Sie mich? Wer ist da bitte? Ja, hier spricht Robert Wex von Bitcoin Kompass. Was wir haben heute Mittag gesprochen. Ah ja, perfekt. Sind Sie endlich da dann? Guten Tag. Ja, bitte. Wie geht's denn? Alles gut? Ja, und dir? Hallo. Ja. Hallo, guten Tag. Ja. Ja, für deine Familie? Wie geht's Ihnen? Ey, ja, hallo. Guten Tag, Horan Smith. Wie bitte? Mit wem möchten Sie sprechen? Mit Herr Horan Smith Fedder. Ja, bitte. Sie sind Horan Smith? Ja. Sehr schön. So, Herr Horan Smith, ich rufe Ihnen an, weil Sie sehen, was Sie haben gemeldet. Zu aktivieren ein Handelkonto. Da kann ja erstmal jeder kommen. Was? Jetzt. Unternehmen. Was kann wir machen für ihn? Wenden! Was? Ich hab nichts gesagt. Ich hab gesagt, ich habe Geduld, ja? Okay, weil ich auch. Sie sind einem Kunde. Ja. Sie sind einem Kunde. Okay, ich habe Geduld. Aber diesen Geduld hat einen Punkt. Ja? Ist besser, wenn Sie hätten nichts diesen Punkt. Okay? Der Kunde ist König. Der Kunde ist König, wenn es eine gute Kunde, aber wenn es eine Kindkunde ist, keine König, okay? Leon, ich hab gesagt,
Meine Geduld. Jedem Geduld hast seine Punkte, ja? Ja. Und ist besser, wenn sie sind ein bisschen mehr netter, okay? Ich bin nett. Ja, sie sind so nett, sie sind so nett. Aber, sie haben die erste Frage. Ich habe gesagt, die Geduld hat einen Punkt, bitte, ja? Wie viele Punkte hat er noch? Sie haben gemacht, die alles, sie hat gemacht die ganze Zeit Witzes. Du hast den Preis gewonnen für den besten Betrüger des Jahres. Geh weg. Bester Betrüger des Jahres. Die Leute feiern dich. Du bist bekannt. Hab ich ihn einmal betrügt? Du bist in meinem YouTube-Kanal der beste Betrüger, den es gibt. Hab ich ihn einmal betrügt oder mein Unternehmen? Ja, okay, aber du beleidest mich ja ganze Zeit. Das heißt ja, dass du Betrüger bist. Was? Ja. Hab ich ihn betrügt? Nur einmal. Ja, mich, meine Person und meine Unternehmen, die zweite. Ja, aber du schreist ja immer rum und beleidigst mich. Das ist ja unseriös. Was, ich habe ihnen beleidigt? Sie haben selber angemeldet bei uns. Ja, und dann beleidigst du mich als Dank. Ich will auch jetzt einzahlen. Ich schwöre ihm zu Gott. Ich habe gemacht in meinem Leben keine schlechten Dinge. Doch, okay? Ganz viele schlechte Dinge. Aber wenn Dinge. Ich mache etwas, wenn ich mache die erste, ich will mache das bei ihm, okay? Ja, finde ich gut. Kleine Hurensohn. Kannst du mich beleidigen? Das kommt alles auf YouTube dann. Komm und platzen auf meinem Knies und fick deine Generation. Das machst du wohl eher bei mir. Das machst du bei mir. Nein, ich geh nicht weg. Ich bin wie eine Bazille. Geh weg. Geh weg, ich hab gesagt. Geh weg jetzt. Geh weg. Hurensohn. Ja, und das war's auch schon mit dem Jahresrückblick 2021. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, es war doch mehr Arbeit, als ich gedacht hätte. Da saß ich ja wohl doch schon mal den ganzen Abend jetzt dran an das Projekt. Hat mir aber trotzdem total Spaß gemacht. War natürlich auch anstrengend, weil ich viele alte Videos nochmal von mir angucken musste und auch neue. Und so gesehen dann noch ein paar Best-ofs rauszusuchen und dann natürlich auch den Betrüger, den Besten, alles. Also war doch schon ein bisschen kostenintensiv, aber das war mir die Mühe wert. Ja, und das war dann auch das letzte Video von mir in diesem Jahr. Deswegen in diesem Sinne, frohes neues Jahr und wir sehen uns im nächsten Jahr. Ciao. Und der Betrüger, ja, mein Gott. Zuerst einmal möchte ich mich für die 500 Abonnenten bedanken. Zuerst scheint das nicht viel. Digga, das hört sich ja voll lieblos an, ey. Genau, und jetzt kommt die Staffel 3, das ist ja, der beste Betrüger des Jahres. Genau, und dann sind wir beim besten Betrüger des Jahres angekommen und das ist... Wer ist denn eigentlich? Ja, und Staffel 2 war natürlich erstmal auch schon krass für mich. Ja, genau, das war krass für mich. Genau, Marco, genau. Genau, und dann bei Staffel 3 ging es dann richtig ab, weil ja, der Kanal ja, hat seinen Höhepunkt. Genau, und dieser Meine Geduld, das ist einfach Number One, also den kann man echt nicht toppen, weil das ist, ja, genau.